الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحان. العقيدة الإسلامية، الإسلام مش عقيدة. Was ist die islamische Aqida? Wenn jemand nicht weiß, was die islamische Aqida ist, dann ist das umso mehr ein Grund für uns hier über die islamische Aqida zu sprechen. Ist das Fundament des Islam, ist das, worauf der Islam aufbaut, die tragenden Säulen des Islam. Die islamische Aqida packt den Menschen. Sie zwingt einen dazu, ob du willst oder nicht. Die Gottesfurcht zwingt einen dazu, sich an Allah Ta'ala's Gesetz zu halten. Subhanahu Rabbun Azimu Shani. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.